Ja, einen schönen guten Tag von unserer Seite. Mein Name ist Christian Schneider, das ist meine Kollegin Marlene Davis. Wir sind vom Bundesamt für Naturschutz, dort vom Fachgebiet für strategische Digitalisierung. Wir sind neu hier bei der Bits und Bäume, wir sind Fans. Und wir wollen gerne heute hier die Fahne des Naturschutzes hochhalten und ein paar Schlaglichter auf die Frage werfen, was Digitalisierung und Naturschutz eigentlich miteinander zu tun hat, auf welchen Feldern das schon geschieht, welche Potenziale da schlummern, aber auch welche Risiken es gibt. Und einsteigen möchte ich gerne nochmal mit der Frage, warum ist Naturschutz notwendig? Das muss ich hier wahrscheinlich niemandem erzählen, trotzdem möchte ich es nochmal kurz sagen. Wir sind konfrontiert gegenwärtig mit einem rasanten Artensterben. Die IUCN hat, oder die CBD, also die Konvention zur Bekämpfung des Verlustes der Biodiversität, hat vor einigen Jahren mal davon gesprochen, dass ungefähr 150 Arten pro Tag verloren gehen. Andere Menschen sprechen davon, dass ungefähr alle 14 Minuten eine Art verschwunden ist. Davon ist der allergrößte Teil noch nicht mal beschrieben. Das heißt, wenn wir uns hier im Laufe der Veranstaltung, in der wir jetzt zusammensitzen, wären das ungefähr 210 Arten, die verloren gegangen sind. Entschuldigung, nicht in den 20 Minuten, sondern im Laufe der gesamten Bits und Bäume wären es ungefähr 210 Arten, die verloren gegangen sind. Das heißt, es ist ein massiver Artenschwund an Artenvielfalt. Die IUCN, hier mal ein bisschen plakativ, hat es nochmal zusammengestellt. Nach den bisherigen Bewertungen, also die Arten, die tatsächlich bewertet sind, sind ungefähr 41.000 Arten vom Aussterben bedroht gegenwärtig. Gleichzeitig, und hier ist meine Abbildung von einer, das ist diese aus der Studie, der sogenannten Krefeld-Studie zum Insektenrückgang, haben wir es nicht nur damit zu tun, dass Arten verschwinden, sondern auch, dass die Arten, die es gibt, die Biomasse abnimmt. Also die Menge der Insekten in diesem Falle, die uns beim Fahrradfahren ins Auge fliegen oder in den Mund, auch die nehmen ab, massiv. In dieser Studie wurde das nachgewiesen, dass innerhalb von 27 Jahren ein unglaublicher Rückgang stattgefunden hat in Schutzgebieten, noch dazu gesagt. Es gibt natürlich viele Ansätze zum Thema Biodiversitätsschutz, Naturschutz. Der Weltbiodiversitätsrat ist da zu nennen einerseits. Dann gibt es eine nationale Strategie zur biologischen Vielfalt. Die stammt noch von 2007. Die aktuelle wird gerade erarbeitet. Natürlich gibt es viele Ansätze. Wenn wir uns die Treiber anschauen, die zu Biodiversitätsverlust führen. Auch da gibt es natürlich Ansätze. Die SDGs sind hier zu nennen als ein globaler Ansatz. Was aber auffällt, ist, dass bei diesen Ansätzen Digitalisierung als ein sozusagen systematischer oder strategischer Weg, darauf zu reagieren, nicht vorkommt. Bisher noch nicht vorkommt. Vielleicht weil Digitalisierung 2007 bei den SDGs noch nicht die große Rolle gespielt hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, hier hat es die Folien ein bisschen verschoben, weil es das Übliche von Windows auf Linux umgestellt. Jetzt ist natürlich die Frage, einerseits, oder es gibt zwei Ebenen, wie man darauf reagieren kann. Einerseits kann man sich anschauen, was kann Digitalisierung des Naturschutzes bringen. Das soll hier auf der linken Seite dargestellt sein. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch anschauen, was ist mit den anderen Sektoren, was ist mit der Digitalisierung der Landwirtschaft, in der Industrie und welche Wirkungen könnte man entfalten, wenn dort die Digitalisierung auf Naturschutz und Biodiversitätsschutz ausgerichtet werden würde. Auf diesen Teil können wir heute nicht eingehen. Wir wollen uns heute sondern nur dem linken Teil widmen, der Frage, wie tatsächlich im Naturschutz Digitalisierung schon angewendet wird. Und da haben wir ein paar Beispiele mitgebracht. Digitalisierung im Naturschutz sieht sehr häufig so aus, also unglaubliche Datenmengen, die digitalisiert wurden, die vorliegen, die gesammelt werden, die ausgewertet werden können. Das ist natürlich nichts Neues, das gibt es seit Jahrzehnten. Es gibt auch seit Jahrzehnten, hier mal ein Beispiel FloraWeb, Verbreitungskarten werden digital erstellt, es gibt Datenbanksysteme, wo die Daten eingelagert werden können. Es gibt Fachinformationssysteme, hier mal ein Beispiel von Visia, wo man Informationen über die weltweit geschützten Arten finden kann. Dann natürlich seit Jahrzehnten gibt es Geoportale, wo die Informationen über Natur und Umwelt zusammengetragen werden. Hier mal das Beispiel aus Baden-Württemberg dargestellt. In neuerer Zeit kommen große Dateninfrastrukturen dazu. Hier mal das Beispiel GBIF genannt, also die Global Biodiversity Information Facility. Danke.
wo unglaubliche Daten weltweit gesammelt werden können. Auch in Deutschland gibt es die Initiative, die NFDI beispielsweise, die nationale Forschungsdateninfrastruktur gibt es auch für Biodiversität. Die arbeiten mittlerweile auch mit Fachgesellschaften direkt zusammen. Das heißt, hier in diesem Falle die Fachgesellschaft für Libellenkunde arbeitet mit den Entwicklern und Entwicklerinnen der Dateninfrastruktur zusammen, um für ihre Bedarfe die jeweiligen Infrastrukturen zu entwickeln. Es gibt seit letztem Jahr das Nationale Monitoringzentrum zur Biodiversität, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Biodiversitätsdaten besser auffindbar zu machen. Also Portale werden geschaffen, wo deren Aufgabe es sein wird, den Zugang zu Daten, die verstreut überall liegen, bisher schwer zugänglich sind, zu strukturieren, leichter zugänglich zu machen. Und auch hier an der Stelle noch zu nennen, das Portal Umweltinfo, was nicht nur den Fokus auf Naturschutzinformationen hat, sondern auch auf Umweltinformationen. Natürlich findet Datenanalyse und Auswertung statt. Und da bietet Digitalisierung natürlich unglaubliche Möglichkeiten. Hier in dem Fall mal dargestellt die KI-gestützte Erkennung von Baumarten beispielsweise auf Basis von Luftbildern. Auf der linken Seite ist mal ein Beispiel dargestellt, dass es mittlerweile Anwendungen gibt, die es ermöglichen, auf Basis von Luftbildern die Typen von Habitaten zu erkennen. Also ganz runtergebrochen kann man unterscheiden, findet man ein Moor oder ein Wald oder ein Grünland. Aber das geht natürlich noch viel, viel tiefer in der Differenzierung inzwischen. Außerdem, hier sind zwei Videos eingebettet, die stehen bleiben aber. Einmal auf der linken Seite und auch hier dargestellt, es gibt mittlerweile sehr viele Systeme zur Erkennung von Arten, zur automatischen Erkennung von Arten mittels KI und maschinellem Lernen. Das ist natürlich ein unglaublicher Fortschritt. Das funktioniert immer besser. Beispielsweise hier auf der rechten Seite ist ein Pilotprojekt zur Erkennung von Vögeln an Windkraftanlagen, die potenziell schlaggefährdet sind, dass Windkraftanlagen runtergedrosselt werden können. Viele von diesen neueren Beispielen, also vor allem von diesen hier, sind auf einem prototypischen Zustand. Also die sind jetzt noch nicht so, dass sie tatsächlich von Behörden eingesetzt werden können oder von NGOs oder wem auch immer. Was schon eine breite Anwendung findet, auch wiederum die automatisierte Artenerkennung, sind Apps, die verbreitet sind. Hier mal auf der linken Seite, ein Screenshot von Flora Incognita, kennen vielleicht einige. Die Leute, die es öfter benutzen, sehen, das ist noch das alte Flora Incognita, sieht mittlerweile neuer und noch moderner aus. Und auf der linken Seite hier mal die App BirdNet, wo man Vogelstimmen aufnehmen kann und anhand des Tons sozusagen die Arten erkannt werden. Das hat natürlich eine sehr breite eine sehr große Verbreitung. Die Frage ist, wie kann man die Daten, die dabei entstehen, tatsächlich auch sinnvoll für den Naturschutz anwenden. Außerdem gibt es unzählige Beteiligungsformate, die durch Digitalisierung ermöglicht werden. Hier mal die Plattform iNaturalist. Und dann können wir bei uns im Fachgebiet stellen uns die Frage, was sind denn die Potenziale der Digitalisierung im Naturschutz? Und einerseits sind die Potenziale, dass man, ich sage es, weil man es hier nicht ganz so gut lesen kann, erweiterte Naturschutzbeobachtungsmethoden und natürlich auch neue Daten, die dadurch geschaffen werden. Und was hier dargestellt ist, mal das zu illustrieren, ist ein Beispiel, dass es mittlerweile kleine GPS-Sender gibt, die solargetrieben sind und an Vögel geklebt werden letztlich oder angebracht werden, sodass es den Vögeln nicht wehtut oder dass sie darunter nicht leiden und dadurch dann aber automatisch die Position der Vögel getrackt werden können. Ein weiterer Vorteil oder ein weiteres Potenzial ist, dass es neue Forschungs- und Datenanalysemöglichkeiten gibt. Hier in diesem Fall, um beim Beispiel zu bleiben, wurde zum Beispiel ein R-Paket entwickelt, um diese Daten, die von den Sendern empfangen werden, auch auswerten zu können. Und wenn man da genügend Daten zusammensammelt, wie in diesem Falle, alles, was hier blau dargestellt ist, sind Punkte von Vögeln, sind tatsächliche Positionsbestimmungen im Atlantik. Und in diesem Falle hat es dazu geführt, dass man nachweisen konnte, dass aus unterschiedlichen weltweit verteilten Kolonien, die hier mit Rot dargestellt sind, die Vögel tatsächlich hier im Nordostatlantik ein Gebiet haben, das für deren Existenz sehr wichtig ist.
Und es war das erste Beispiel, wo auf Basis von Positionsdaten, die erhoben wurden, tatsächlich auch ein marines Schutzgebiet ausgewiesen wurde. Das heißt, man kann sehr schön nachweisen, hier nochmal ein bisschen näher, dieses Gebiet hier ist Irland, Großbritannien, die Iberische Halbinsel und hier ist Grönland. Das heißt, man kann sehr schön nach oder zeigen, dass die unterschiedlichen Methoden, die es gibt, auch tatsächlich dazu führen, dass es eine bessere Governance und Überwachung von Umwelt- und Naturschutz möglich wird. Gleichzeitig ermöglichen solche Systeme auch, und hier ist es wieder mal in Form einer App, einer Smartphone-App, die wir auch alle nutzen können, kann man tatsächlich die Position der Vögel nachvollziehen und wird aufgefordert, hier in einem anderen Projekt vom Max-Planck-Institut Fotos von den Individuen, die man getrackt hat, zu machen, um deren Verhalten an die Stellen, an sozusagen die Wissenschaft zu übermitteln. Das heißt, digitale Methoden ermöglichen auch eine neue Beteiligung von neuen Akteuren, die entweder Experten und Expertinnen sind in den Fachgesellschaften oder auch von Laien, die sonst nicht viel mit Naturschutz sozusagen oder von der Ausbildung her nicht viel oder keine Ausbildung im Naturschutz, in der Biologie, in der Ökologie haben oder ähnliches. Das zeigt sehr schön, welche Potenziale drin schlummern. Hier ist nochmal ein Beispiel, habe ich mitgebracht, um sozusagen auch ein bisschen von den Vögeln wegzukommen. Das Gleiche wird auch beispielsweise hier in Form einer App angewendet. Das ist die Flora Capture App an diesem Beispiel. Das heißt, um ein KI-System wie das der Flora Incognita überhaupt genug mit Trainingsdaten versorgen zu können, gibt es eine weitere App, die einen dabei anleitet, gute Trainingsdaten zu produzieren. Die richtet sich vor allem an Experten und Expertinnen, dass die Leute, die eine Art bestimmen können, sicher bestimmen können, davon Fotos machen und dann auch die entsprechenden Trainingsdaten für Flora Incognita beispielsweise zur Verfügung zu stellen. So viel vielleicht zu den Potenzialen und zu den Beispielen. Und dann möchte ich gerne an Marleen übergeben, die noch ein paar Worte zu den Herausforderungen sagen wird. Ja, vielen Dank, Christian, für den schon wilden Ritt durch die ganzen Potenziale der Digitalisierung für den Naturschutz. Zur kompletten Geschichte gehört aber natürlich auch dazu, dass die Digitalisierung nicht nur Vorteile hat. Ohne da jetzt allzu viel die sozusagen schlechte Laune zu verbreiten, wollen wir dennoch auf ein paar Beispiele zu sprechen kommen hier, die Digitalisierung eben da negativ auch Auswirkungen hat auf den Naturschutz. Zum einen wollen wir zunächst erst einmal betonen, dass die Digitalisierung für Naturschutzakteure natürlich eine große Herausforderung darstellt. Einfach dadurch, dass viele komplexe Aufgabenfelder für Naturschutzakteure da hinzukommen, sei es IT-Sicherheit, das ganze Datenmanagement etc. Naturschutzakteure aber einerseits mit einem Fachkräftemangel zu tun haben, was IT-Fachkräfte angeht, das kennt man wahrscheinlich auch hier in der Runde sehr gut. Wir wollen hier aber auch betonen, dass es auch durchaus einen Fachkräftemangel gibt bei den Naturschutzakteuren selbst. Hier beispielsweise dargestellt an einem Zitat mit Bezug auf die Naturschutzverwaltung, also die unteren, oberen und obersten Naturschutzbehörden. Da hat der Bundesverband Beruflicher Naturschutz zu Anfang des Jahres ein Positionspapier herausgegeben und beklagt darin beispielsweise, dass ein effizienter und effektiver Naturschutz nur möglich ist, wenn für die Aufgabenwahrnehmung in ausreichendem Maße qualifiziertes Fachpersonal zur Verfügung steht. Dies ist gegenwärtig aber nicht der Fall. Und das ist natürlich dann schon eine große Herausforderung, die Digitalisierung in Naturschutzverwaltung etc. anzugehen, die Transformationsprozesse loszutreten, damit auch gut umgehen zu können, wenn einfach akuter Personalbedarf herrscht. Ein nächstes Problem oder eine nächste Herausforderung ist auch gewissermaßen die Konkurrenz zwischen der schönen neuen Welt und dem, was man bisher so mit etablierten Methoden, klassischen Methoden gemacht hat. Ist es wirklich durch die Digitalisierung jetzt in jedem Fall unbedingt besser? Wir haben jetzt schon beispielsweise von den Arterkennungs-Apps gehört. Das ist natürlich in vielerlei Hinsicht was Tolles und führt auch
ja, die interessierte Bevölkerung an das Thema Artenerkennen heran. Es gibt aber auch Befürchtungen unter Naturschutzexpertinnen und Experten, dass das auch gewissermaßen zu einem Wissensverlust führen kann bei denen, die sich eigentlich auskennen müssten, weil man eben nicht mehr genau mit einem dicken Bestimmungsbuch mehr loszieht und sich ganz intensiv mit der Materie auseinandersetzt, um Arten zu bestimmen, sondern es auch einfach per Knopfdruck geht, was dann einfacher ist. Und man kann dann vielleicht manche ökologischen Grundlagen nicht mehr so ganz nachvollziehen nach einer Weile und dann auch unplausible Ergebnisse, die einem angezeigt werden, gar nicht mehr so als solche erkennen. Eine ähnliche Diskussion gibt es auch beispielsweise im Bereich der Naturschutzbildung. Inwieweit will man da eigentlich digitale Techniken einsetzen? Ist das wirklich zielführend, auch hier mit virtuellen Naturerlebnissen beispielsweise zu arbeiten im Vergleich zu analogen, direkten Naturbegegnungen? Ist das nicht das, was man wirklich in dem Bereich eher fördern möchte? Junge Menschen insbesondere weg vom Handy und raus in die Natur. Hier nur kleine Bemerkungen. An dem Beispiel, es muss sich natürlich nicht ausschließen und es kommt immer auf die Zielgruppe an, dennoch, es ist auf jeden Fall eine Diskussion in dem Bereich. Dann haben wir natürlich auch noch den ganzen Bereich an unintendierten negativen Auswirkungen der Digitalisierung auf den Naturschutz im Speziellen, was dann auch sich oftmals indirekt vollzieht. Da wird auch hier auf der Konferenz natürlich ganz viel gesprochen, beispielsweise Energieverbrauch, hier aber auch der Ressourcenverbrauch, den ich mal mit einem Beispiel hier darstelle. Da hat nämlich ein Paper untersucht, inwieweit der Bedarf an Metallen, die für den Ausbau der erneuerbaren Energien gebraucht wird, inwieweit sich das wiederum durch die Bergbauaktivitäten auf Biodiversität auswirkt. Die Studie hat zum Beispiel herausgefunden, dass mit Blick auf die Zukunft dadurch potenziell 8% der Schutzgebiete, 7% der Key Biodiversity Areas und 16% der noch verbliebenen Wildnisgebiete negativ beeinflusst werden könnten. Dann, ohne jetzt hier groß drauf einzugehen, ist natürlich der ganze Bereich Verschmutzung, Elektroschrott ein großes Problem. Auch durch die Konsumsteigerung wird natürlich CO2 freigesetzt und insgesamt sind eben Verschmutzung und Klimawandel zwei der Haupttreiber des Biodiversitätsverlustes. Ein weiteres Beispiel, was man hier anbringen kann, ist der ganze Bereich der digitalen Mediennutzung zur Unterhaltung, zur Kommunikation etc., insbesondere der Digital Natives. Da besteht an sich auch Konsens, dass natürlich die Mediennutzung immer mehr zunimmt und dass das auch durchaus pathologisch sein kann, wie hier von der DAK Gesundheitsstudie herausgefunden. Auf der anderen Seite gibt es auch Studien wie beispielsweise die Naturbewusstseinsstudie oder die Arten-PISA-Studie, die herausfinden, dass das Artenwissen in der Bevölkerung relativ gering ist oder gar abnimmt. Es wird oftmals dann auch ein Zusammenhang zwischen den beiden vermutet, allerdings gibt es noch nicht allzu viele Studien, die diese Zusammenhänge genau untersuchen, also zwischen digitalen Lebenswelten und den Naturschutzeinstellungen im Speziellen. Dann ein ganz großes Problem wollen wir hier nicht missen zu erwähnen, ist natürlich auch der illegale Online-Handel mit geschützten Arten und ihren Erzeugnissen im Internet. Konsumsteigerung, da redet man viel über die zigste Jacke und die x-te Hose, die man wieder mal im Internet kauft und wahrscheinlich nicht braucht, aber es ist eben auch der illegale Konsum, die illegale Nachfrage, die durch das Internet befördert wird. Hier gab es 2018 beispielsweise mal eine Studie, die hat das näher untersucht und in gerade einmal 6 Wochen haben sie insgesamt 106 Plattformen untersucht in Frankreich, Deutschland, Russland und der UK und auch 4 Social Media Kanäle in diesen Ländern und man hat in dieser gerade mal 6 Wochen kurzen Zeit knapp 12.000 Wildtierexemplare gefunden, die in der Zeit eben zum Verkauf angeboten wurden. Davon eben halt überwiegend Lebendexemplare. Da reden wir dann vor allem von Schildkröten, wir reden von Vögeln, insbesondere Papageien, aber auch Eulen. Es werden aber auch Primaten, Raubkatzen im Internet verkauft, das kann man sich eigentlich gar nicht richtig vorstellen, aber es passiert. Und natürlich auch sehr viel Elfenbein nach wie vor. Insgesamt hatte das Ganze einen Verkaufswert von knapp 4 Millionen US-Dollar.
dann sollte man sich auch als Nutzer und Tourist mitunter durchaus dem Problem bewusst sein, dass man bei georeferenzierten Bildern über Social Media oder auch in seinem privaten Fotoblog mitunter auch Hinweise geben kann, die missbraucht werden können, nämlich die dann die geschützten Arten aufsuchen wollen. Das ist jetzt hier ein Bild aus einem Schutzgebiet in Afrika. Gut, da geht es ums Rhino, aber es gibt auch durchaus Wilderei in Deutschland, Stichwort Luchs beispielsweise oder auch Wölfe etc. Da sollte man durchaus drauf achten. Dann auch noch ein sehr eingängiges Beispiel, was in den letzten Jahren große Wellen geschlagen hat, sind Social Media Hotspots, die sich die sich dann auch in geschützten und ökologisch sensiblen Bereichen mal wiederfinden können, was auch ein Problem ist. Vielleicht jetzt nicht in jedem Fall das sehr, sehr große Problem oder es ist auch nicht immer in Schutzgebieten, aber dennoch, es kann durchaus wirklich mal sehr ernst werden an der Stelle. Hier, dieses Bild ist ein Beispiel, das hat die Instagramerin gepostet mit zu der Zeit, glaube ich, 1,7 Millionen Followern und das machte den sogenannten Gumpen im Nationalpark Berchtesgaden weltberühmt. Vorher war da kein Mensch oder es war nur ganz selten mal jemand da. In der Folgezeit kamen dann bis zu 350 Menschen pro Tag, sind dahin gepilgert. Man fliegt da teilweise auch ein, bloß um den einen Spot zu besuchen und packt sein Zelt wieder ein und geht. Letztlich wurden da 3 Kilometer neue Trampelpfade dann auch dadurch angelegt, durch wirklich hochsensibles Schutzgebiet. Es wurde Müll hinterlassen, Lärm gemacht, illegale Lagerfeuer. Es gab Drohnenflüge, die auch in Nationalparken illegal sind. Und im Übrigen natürlich auch, nicht natürlich, aber leider auch Tote, die dort abgestürzt sind. Man mag vielleicht denken, ja gut, das sind nur 3 Kilometer Trampelfahrt, was macht das schon aus? Aber man sollte nicht vergessen, dass es in der terrestrischen Fläche Deutschlands weniger als 1% Nationalpark-Schutzgebietsfläche gibt. Also und somit auch Fläche, die wirklich sehr intensiv geschützt ist. Und wenn da dann auf einmal solche Massen einbrechen, macht das schon einen Unterschied. Dann ein letztes Beispiel, auch nochmal zum Thema Freizeitbereich sozusagen, ist das Thema Routen-Apps. Auch da kann es dazu führen, dass Apps wie Outdoor Active, Komoot, Strava, ich könnte mir vorstellen, dass viele das auch hier nutzen, selbst angelegte Routen ins Internet stellen, jeder kann das machen, nur oftmals berücksichtigen die dann keine ökologischen Geh- und Fährboote vor Ort, auch teilweise, weil sie einfach nicht digital vorliegen und die Nutzer das nicht berücksichtigen können. Dennoch nimmt es sozusagen die Informationshoheit von Tourismusverbänden und von Schutzgebietsverwaltungen weg und es verselbstständigt sich somit im Internet, was auch da wieder zu negativen Auswirkungen führen kann. Es gibt daneben auch noch einige andere Herausforderungen, Risiken, Digitalisierung im Naturschutz. Wir können da jetzt gar nicht näher drauf eingehen, einfach weil uns gar nicht die Zeit hier bleibt. Nichtsdestotrotz wollen wir daher auf 2 Publikationen verweisen, die in, mehr oder weniger in Kürze erscheinen werden. Wahrscheinlich zu Ende des Jahres beziehungsweise Anfang nächsten Jahres wird es eine BFN-Veröffentlichung dazu geben. Da gehen wir nochmal auf die Potenziale, Risiken und Lösungsansätze auch ein, die hier kurz anskizziert wurden. Das wollte ich allerdings auch noch sagen. Viele der Probleme, die ich vorgestellt habe, haben natürlich auch schon Lösungsansätze. Da tappt man jetzt nicht ganz im Dunkeln. Allerdings fehlt uns jetzt hier die Zeit, drüber zu diskutieren, gerne bei Nachfragen im Anschluss. Und dann gibt es auch noch eine Natur und Landschaft. Das ist die Zeitschrift, ist eine Zeitschrift, die gibt es im nächsten Jahr im Sommer zum Thema Digitalisierung im Naturschutz. Ja, was nehmen wir jetzt daraus mit? Insgesamt ein sehr, sehr komplexes Feld, unglaublich viele Zusammenhänge zwischen Digitalisierung und Naturschutz, positiv wie negativ. Ergo, wir müssen uns immer genau über den Gesamtnutzen einer digitalen Idee, die wir im Naturschutz anwenden wollen, Gedanken machen. Was sind wirklich
die Vorteile, die wir daraus ziehen können, was kostet uns das Ganze, nicht nur im ökonomischen Sinn, aber auch beispielsweise im sozialen Bereich, was können da für vielleicht diskriminierende Effekte auftreten, dadurch, dass man beispielsweise Kartierung nur noch digital als Standard durchführen möchte, wenn aber auch viele der ehrenamtlich engagierten Experten im Naturschutz eher ältere Generationen sind, nur als Beispiel. Dann natürlich müssen rechtliche Fragen geklärt werden und auch die Frage steht natürlich immer im Raum, welche Technologie soll es denn sein? Muss es immer die komplexe KI sein oder gibt es auch einfachere technologische Lösungen für manche der Probleme? Damit sind wir jetzt auch schon am Ende. Wir hoffen, wir konnten einen kleinen Überblick geben, wie das Ganze zusammenhängt mit dem, was wir uns so machen beim BFN. Wir freuen uns auf jeden Fall über Nachfragen. Wir sind ein kleines, feines Team. Wie gesagt, breites Themenfeld. Hier vielleicht eine kleine Info in eigener Sache, falls einer Lust hat, auch bei uns irgendwie mal ein Praktikum zu machen, reinzuschnuppern, sich mit unseren Themen zu beschäftigen, Abschlussarbeiten oder so. Wir sind da auch total offen und freuen uns über Interesse aus der Digitalwelt. Vielen Dank. Jetzt wäre noch Zeit für eine Frage. Einen Moment. Sie haben ja das Problem angesprochen mit den selbst gelegten Routen durch Naturschutzgebiete. Diese Daten existieren ja vermutlich nicht oder sind schwer ranzukommen. Wie sieht es denn damit aus, solche Daten zu erheben oder wenn sie denn schon da sind, zu befreien und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen? Ja, tatsächlich. Also die Daten liegen nicht unbedingt digital vor. Letztlich sind solche sehr lokal spezifischen Daten eher in der Hoheit sozusagen der Schutzgebiete oder auch zumindest der regionalen Naturschutzbehörden. Nicht unbedingt auf Bundesebene. Das BFN hat beispielsweise Schutzgebietsdaten auf Bundesebene, die es auch bereitstellt. Aber es braucht eben nochmal für ganz konkrete kleine Routen und Wege, die es gibt, nochmal detailliertere Maps und auch die Frage nach temporären, zum Beispiel Wegeschließungen, weil es vielleicht zeitweise nur ein ökologisches sensibles Gebiet ist, nicht ständig. Daher wäre das wieder auch ein Stück weit im Aufwand der jeweiligen verantwortlichen Organisationen, die das auch digitalisieren müssten und aktualisieren müssten. Das kommt wieder so ein Stück weit wahrscheinlich auf den Personalmangel zurück, dass es da vielleicht auch teilweise Aufgaben sind, die dann nicht so prioritär sind, dass man sich damit ganz aktuell beschäftigt. Nichtsdestotrotz gibt es da auch beispielsweise einen Verein, der sich da in 2020 gegründet hat. Das heißt, oder der heißt Digitize the Planet. Es ist so eine Ausgründung von Outdoor Active, die sich auch mit der Digitalisierung von Schutzgebietsdaten beschäftigt, damit die zukünftig in Tourenportalen besser abgebildet werden. Genau. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Frage. Wir können gerne auch unabhängig vom Stream und von der Technik, die das Ganze nach draußen trägt, hier noch für Fragen zur Verfügung stehen. Deswegen an der Stelle erstmal vielen Dank und wer noch Anmerkungen oder Fragen hat, kann einfach gerne hier bleiben und dann können wir noch ein bisschen weitersprechen. Vielen Dank.